Wenn wir die Benediktsregel, ein Exemplar, das ist mein Arbeitsexemplar, halte ich hier in Händen, genauer anschauen, dann gibt es da rote Fäden. Ein roter Faden ist diese Liebe zu Christus, an dem geht gar nichts vorbei. Ein zweiter ist die Sensibilität, das Hören können, das dann im Gehorsam gipfelt. Und ein ganz wichtiges Element der Benediktsregel ist das rechte Maß halten. Das Menschenbild, der weite Geist, das offene Herz des heiligen Benedikt hat mich fasziniert. Und fasziniert mich eigentlich jeden Tag neu. Und so bin ich jetzt 18 Jahre hier und habe es noch keinen Tag bereut. Demut ist für mich ein wichtiger Begriff, ist ja nicht so modern, aber Demut, Humilitas heißt für mich Mut haben, hinabzusteigen in meine eigene Menschlichkeit, in die Schattenseiten, in die Tiefen meines Menschseins. Und Humilitas hat damit Humus, mit Erde zu tun. Das heißt für mich, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, also nicht abzuheben. Das Gründungskloster der Benediktiner steht seit über 1500 Jahren auf dem Monte Cassino bei Rom. Ein Monument für eine ethische Gesinnung, die dem Europa des 6. Jahrhunderts fremd war. Zu dieser Zeit besiegelten gewaltige Trecks von Germanen und Goten während der großen Völkerwanderungen den Untergang des Römischen Reiches. Es folgten Hungersnöte, Seuchen und der Verfall jeglicher Art von Sitten. Die gesamte abendländische Kultur lag in Trümmern. Der Legende nach studiert Benedikt von Nursia, Sohn eines römischen Landadeligen, zu jener Zeit in Rom die Kunst der Rhetorik. Schon bald wird ihm klar, dass allein schöne Reden die aus den Fugen geratene Welt nicht in Ordnung bringen können. Abgestoßen vom Verlust von Wissen und Werten, flüchtet er in die Berge nördlich von Rom. Er spürt, dass dem Geist seiner Zeit eine andere Lebensart entgegengesetzt werden muss. Und so führt er bei Subiaco in einer Höhle das Leben eines Eremiten. Er kämpft gegen Kälte und die Einsamkeit und ernährt sich nur von Kräutern und Beeren. Immer wieder ist er lockenden Versuchungen ausgesetzt, denen er nur schwer widerstehen kann. In seiner Verzweiflung wirft er sich in einen Dornenbusch, um die brennende Sehnsucht im Schmerz zu ersticken. Aus der Höhle des Benedikt wuchs ein imposantes Heiligtum. Noch heute ist es Symbol für den Rückzug des Mönchs von der Welt. Als Vorbild wählte Benedikt christliche Vorväter, die sich während der Christenverfolgung in die Wüste flüchteten, um dort zu Gott zu finden. Aus den Höhlen wurden Klöster, aus den Eremiten Mönche. Es entwickelten sich religiöse Oasen inmitten eines von Krisen und Kriegen geschüttelten Europa. Luigi Tiana ist der Abt des Klosters Sacro Speco, das um die einstige Höhle des Benedikt herum gebaut ist. Benedikt lebt hier 3 Jahre in totaler Einsamkeit, weil er versteht, dass das Böse, das er in der Welt gesehen hat, im Herzen eines jeden Menschen ist, auch in seinem. Er verbringt diese Zeit in einem inneren Kampf, um eine Beziehung zu sich selbst, aber auch zu Gott aufzubauen. Er geht diesen Weg der Reinigung in aller Nacktheit und Armut. Die Erfahrungen in der Höhle machen ihn zu einem Mann Gottes und sind die Grundlage, auf der er seine Regel schreibt. Eine Regel für die Zönobiten, für gemeinschaftlich in einem Kloster lebende Mönche. Sie sollen einen besonderen Weg gehen und auf seine Höhlenerfahrung zurückgreifen können, aber diese trotzdem in Gemeinschaft erfahren und leben. Doch was Benedikt sich als Vision eines christlichen Lebens erdacht hatte, scheiterte im ersten Anlauf. Domani a quest'ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino. Die Mitbrüder sollten zu bestimmten Zeiten des Tages beten,
zu anderen arbeiten, anstatt eigennützig der Welt zu entfliehen. Doch schon bald widersetzten sie sich der strengen Ordnung und Disziplin, die Benedikt von ihnen verlangte. Nach vielen Auseinandersetzungen beschließen sie, den Unbequemen abzuermorden. Mit einem Becher vergifteten Weins. Der Anschlag jedoch misslingt. Der Mönch, der ihm den Giftbecher reichen soll, lässt ihn aus Angst fallen. Benedikt verlässt das Kloster, in dem seine Anwesenheit so offensichtlich unerwünscht ist. Alles, ob Wahrheit oder Legende, was wir heute über Benedikt wissen, stammt aus der Feder von Papst Gregor dem Großen. Benedikt ist der Held und die positive Identifikationsfigur in seinem Buch Dialoge, mit dem er der dunklen Zeit des 6. Jahrhunderts entgegenwirken wollte. Gregor machte ihn zum Erneuerer Europas, zum Wegbereiter einer neuen, blühenden Kultur. Benedikt hat dazugelernt. Diesmal sucht er sich die jungen Mönche selber aus und errichtet mit ihnen auf dem Monte Cassino ein neues Kloster. Anfangs haben die handwerklich ungeübten Mönche große Schwierigkeiten, doch es ist Benedikt, der seine Mitstreiter unermüdlich aufrichtet. Kommt, seid nicht traurig und geht wieder an die Arbeit. Am Ende steht nicht nur ein Klostergebäude, sondern der Beginn eines neuen Miteinanders ist gesetzt. Auf dem Monte Cassino schreibt Benedikt die Regeln nieder, die den Tagesablauf der Mönche und ihr Verhalten festlegen. Sie gelten bis heute. Das Kloster selbst hat im Laufe der Jahrhunderte viele bauliche Veränderungen erfahren. Als Benedikt 529 Monte Cassino gründet, ist das natürlich eigentlich ein kleiner Bauernhof, in dessen Mitte es eine Kapelle gibt und da leben die zusammen. Aber im Laufe der Zeit sind diesen Klöstern einfach viele, viele Aufgaben zugewachsen. Zum Beispiel auch das Herstellen von Büchern, das Schreiben von Büchern, was ja im Mittelalter eine ganz hohe und kostspielige Kunst ist. Das hängt mit dem Material zusammen, mit dem Pergament etwa. Das hängt mit den sehr teuren Farben zusammen. Und damit, dass nur eine ganz, ganz kleine Gruppe in der Gesellschaft lesen und schreiben konnte, unter den Mönchen war diese Gruppe verhältnismäßig groß. Die Mönche mussten lesen können, weil das Lesen in der Regel des heiligen Benedikt für sie einfach ein Grundbestandteil ihrer täglichen Arbeit ist. Beten und arbeiten und lesen. Die Bibliothek von Monte Cassino enthält Lesestoff aus mehreren Jahrhunderten. Die Abtei selber ist ein beliebtes Touristenziel. Trotzdem gelingt es den Mönchen, ein zurückgezogenes Leben im Sinne der Benediktregel zu führen. Die Regula ist ein recht kurzes Buch. Es besteht aus 73 Kapiteln, in denen Benedikt versucht, das Evangelium zusammenzufassen und für die Menschen seiner Zeit lebbar zu machen. Die Stabilitas Locis, die Beständigkeit des Ortes, legt er seinen Mönchen besonders ans Herz, weil er vor allem möchte, dass sie eine innere Stabilität in ihrer Seele und in ihrem Leben finden. Dass die Mönche auch rein physisch an das Kloster gebunden bleiben, ist der Versuch, sie in ihrer Berufung, der Nachfolge Christi und der Suche nach Gott zu festigen. Benedikt stellte das Chorgebet, die Lobpreisung des Herrn, in den Mittelpunkt. Dabei soll sich der Mönch von seinen Problemen abwenden. So gibt er das ständige Kreisen um sich selbst auf. Die Liturgie soll die Schönheit der Schöpfung preisen. Darauf beruht auch die Gestaltung der Kirche. Je prächtiger, desto größer die Achtung und die Lobpreisung Gottes. Trotz der Empfehlung und Begeisterung Papst Gregors des Großen ist die Benediktregel zunächst nicht in Italien heimisch geworden,
sondern in Ländern nördlich der Alpen und im fränkischen Merowingerreich. Dort ging das frühe Klosterwesen auf irische Mönche und den heiligen Bonifaz zurück. Immer mehr Adelige tauschten Schwert gegen Spaten und traten in Klöster ein. Für das auf Selbstversorgung ausgerichtete, oft harte Leben fehlte ihnen jedoch eine klare Richtlinie. Karl dem Großen gelang es im 7. Jahrhundert, diese Klöster zu festigen, mit Hilfe der Benediktregel, und sie zu Stützpunkten der ersten Welle fränkischer Kolonialisierung zu machen. Weil die Mönche lesen und schreiben konnten, erlangten sie Wissen und konnten dieses auch weitergeben. Im Zusammenspiel mit dem Adel förderten sie die Entwicklung des Landes und gründeten auch die ersten Schulen. Diese Klöster haben bei allem Kontakt zum Adel sich von vornherein sozial sehr offen gezeigt. An diese Schulen konnte wirklich jeder gehen. Und das war eine ganz wunderbare eigene Welt. Und man hat dann auch schließlich das Wort geprägt, dass unter dem Krummstab, das heißt unter dem Abtsstab, gut leben ist. Durch Schenkungen des Adels verfügten Klöster über große Ländereien, die sie bewirtschafteten. Die Arbeitskultur im Abendland ist durch diese Mönche geprägt worden. Sie lebten von der eigenen Hände Arbeit, die in der Antike noch verachtet und nur von Sklaven und Dienern verrichtet wurde. Für Benedikt ging es nicht allein um die Sicherung des Lebensunterhaltes, sondern um die Entwicklung der inneren Freiheit und um das rechte Maß im Umgang mit den Dingen. Benedikt ist keineswegs einer, der mit seinem Maß Kleinlichkeit meint. Wenn wir zum Beispiel das Kapitel übers Trinken anschauen, sagt er, verbieten, dass es zum Beispiel Wein gibt, das würde ich gar nicht machen. Aber ein rechtes Maß, er nennt eine Hemina, wir wissen nicht genau, wie viel das ist, vielleicht ein Viertel Liter etwa, und die gesteht er jedem Mönch jeden Tag zu. Und dann sagt er was sehr Schönes, gerade für uns bayerische Mönche dazu, er sagt, wenn es aber das nicht gibt, dann soll man eine andere Lösung finden. Und in Bayern heißt die andere Lösung halt, das rechte Maß des Bieres zu haben. Und dieses Bier wird hier in der Ettaler Klosterbrauerei bereits seit dem 16. Jahrhundert hergestellt. Ebenso wie der Klosterlikör, dessen Rezeptur noch von Mönchen aus dem Mittelalter stammt, die die Heilkräfte der Kräuter kannten und sie für wohltuende Getränke verwendeten. Likör und Bier aus dem Kloster werden auch heute noch geschätzt. Und so stehen die Produktionsbänder selten still. Pater Johannes ist der Zellarar von Ettal. Derjenige, der sich um die zahlreichen gut laufenden Wirtschaftsbetriebe kümmert, wo heute größtenteils weltliche Mitarbeiter beschäftigt sind. Das ist ein bisschen so diese Ambivalenz, die wir da spüren. Auf der einen Seite bestaunt und bewundert man die Klosteranlage, vielleicht auch das Klosterleben. Auf der anderen Seite hat man manchmal den Eindruck, dass gerade in der Bevölkerung des Umfeldes gedacht wird, naja, das Kloster hat's schon. Ne? Aber man nimmt nicht wahr, dass es also wirklich kein Selbstzweck ist, die unternehmerische Tätigkeit. Wir haben ja selber kein persönliches Einkommen, ja, sondern wir leben in Gütergemeinschaft. Und unsere Mittel dienen dazu, das Kloster als Gebäudesubstanz zu erhalten und vor allen Dingen unsere eigentlichen pastoralen und pädagogischen Aufgaben zu erfüllen. So wie heute wurden bereits zu Lebzeiten des heiligen Benedikt Kinder ins Kloster aufgenommen, um ihnen Bildung zu vermitteln. Zunächst geht es darum, wenn wir hinter Klostermauern leben, dann leben wir nicht hinter dem Mond. Wir wollen sehr wohl eine zeitgemäße Bildung vermitteln, die auf der Höhe unseres Geisteslebens heute steht. Prägung in der Welt im benediktinischen Sinne bedeutet dieser Dreiklang von Gebet, Arbeit und Lesung. Und dafür gibt es feste Zeiten. Lesung bedeutet für heutige Schüler Hausaufgaben machen. Und zwar jeden Nachmittag von 3 bis 5. Sie werden von Pater Gregor betreut, der sich um die Probleme von jedem Einzelnen kümmert. Dabei ist für ihn Gehorsam ein wichtiger Punkt.
Gehorsam kommt von Hören und ist für ihn die Voraussetzung jeder Begegnung. Gehorsam, den haben wir unserem Abt gegenüber versprochen. Das ist eher ein Erinnern oder ein Miteinander in den Dialog treten. Also keinen blinden Gehorsam, sondern einen, den wir versprochen haben und wo wir nach dem eigenen Gewissen auch uns dran halten müssen. Und was Gehorsam, ja, wie fordern wir das in der Schule oder hier im Internat ein? Ganz formal gibt es zunächst einmal eine Hausordnung, an die wir uns alle halten müssen, ob das jetzt wir Präfekten sind oder die Schüler, natürlich die Schüler auch. Wenn man dagegen verstößt, gibt es diverse Maßnahmen, dass ich erst einmal rede mit dem, was ist überhaupt los, wie kommst du dazu, sowas zu machen, oder ihm auch erkläre, warum wir diese Regel getroffen haben. Das soll ja kein blinder Gehorsam auf irgendein Gesetz sein, das da irgendwo abgedruckt ist, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass die Kinder auch verstehen, warum stellen wir diese Regel auf. Und Strafe? Strafe, denke ich, das Wort ist negativ behaftet, aber Strafe an sich muss in gewisser Weise schon noch sein, aber in einer Art und Weise, um dem Kind verständlich zu machen, es hat sich letztendlich ja selbst bestraft, weil dadurch, dass ich etwas illegal abschreibe oder was mache, schade ich mir letztendlich. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass es zwar schon Maßnahmen gibt bei Fehlverhalten, aber diese Maßnahmen in Kombination mit einer Erklärung oder die Maßnahme an sich erklärt, was daran jetzt falsch war und warum sich das Kind letztendlich selber Schaden zufügt. Hier wird Verantwortung gelehrt und die Schüler fühlen sich ernst genommen. Sie werden in ihren Fähigkeiten und Talenten individuell unterstützt. Wir können und wollen keine Käseglocke über die Kinder hier stülpen. Es sind Menschen dieser Welt, die hier in Ettal versammelt sind. Es kann hier all das passieren, was auf dieser Welt möglich ist. Aber es gibt einen Unterschied. Wir schauen hin. Wenn etwas nicht so läuft, wie es eigentlich gut ist, dann schauen wir das an und reden miteinander und wollen einen guten und besseren Weg gemeinsam gehen. Und es soll jedes Kind bei uns ein angesehener Mensch sein, im wörtlichen Sinne, dass man den Jungen, das Mädchen in der Schule sieht und wenn man ihm zwei, dreimal begegnet ist mit einem hängenden Gesicht, dass wir fragen, was ist los, gibt es ein Problem, können wir helfen? Oder wenn jemand sehr glücklich über den Gang läuft, dass man fragt, was ist passiert, können wir uns mitfreuen? Mit dem Hören ist das Schweigen verbunden. Benedikt will im Kloster einen Raum schaffen, in dem der Mensch sich öffnen kann für die Gegenwart Gottes. Wer schweigt, hat bewussten Abstand zu seinen Gedanken, Gefühlen und Stimmungen. In dem Maß, in dem der Mönch selbst ein Stück schweigen wird, trägt er das Echo der Liebe in die Welt. Benedikts strenge Gebetsanordnungen sollten den Mönch in Einklang mit sich und seinem Leben bringen, damit er in allem gottesgerechte Entscheidungen erkennen kann. Der gregorianische Chorgesang geht namentlich auf Papst Gregor den Großen, Benedikts Biographen, zurück. Er war sein Förderer und Bewahrer. Im lateinischen Wort hora, die Stunde, steckt das Wort ora, bete. Benedikt verlangte von den Mönchen, 7-mal täglich zu beten. Doch einigen Benediktinern war das im 11. Jahrhundert nicht genug. Der Zisterzienser Bernhard von Clairvaux kritisierte damals die Benediktiner von Cluny, die nur noch sangen und das Labora, die Arbeit, vollständig vernachlässigten.
Cluny, die damals größte und prächtigste Benediktinerabtei, wurde das Licht der Welt genannt und war Ausgangspunkt bedeutender Klosterreformen. Man wollte der zu starken Verweltlichung entgegentreten. Doch die Mönche taumelten von einem Extrem ins andere und beteten nur noch. Ihre prächtigen Kirchenbauten symbolisierten das Himmelreich auf Erden. Jedoch nicht für die Gläubigen, sondern allein Gott zu ehren. Sie verloren mehr und mehr die Realität aus den Augen. Die Folge? Keine Einnahmen, zu viele Ausgaben, am Ende der Bankrott. Das rechte Maß war überschritten. Wie ihr Zeitgenosse Bernhard von Clairvaux verlangte auch Hildegard von Bingen eine strikte Einhaltung der Benediktregel. Die heutige Benediktinerinnenabtei St. Hildegard ist wegen ihrer charismatischen Gründerfigur ein wichtiger Ort des Pilgertourismus. Das Kloster kam jedoch erst im frühen 20. Jahrhundert als Neubau wieder zur Blüte. Die aufkommende Esoterikwelle, verbunden mit alternativer Heilkunde, ließ Scharen von Hildegard-Groupies dorthin kommen. 800 Jahre lang war Hildegard von Bingen kaum bekannt, bis eine gut verkäufliche Kräutersalbe nach ihr benannt wurde und plötzlich ihr Name für alles Mögliche herhalten musste. Im Klosterladen wird auch auf den Namen Hildegard gesetzt. Hildegard war für ihre Zeit vor 900 Jahren eine große Naturheilkundige und ist in diesem Zusammenhang neu entdeckt worden. Und das trägt dann Blüten bis zu Hildegard-Kochbüchern, Hildegard-Salben, Hildegard-Bonbons. Es gibt praktisch nichts, was heute nicht mit dem Namen auch vermarktet werden kann. Das ist auch für uns ein großes Problem. Wir müssen sehr selektieren bei den Produkten, die wir hier zeigen und anbieten. Und der Name Hildegard ist nicht zu schützen. Sie hat vor 900 Jahren gelebt. Das Patentrecht greift da nicht mehr. Und heute kann also jeder Hildegard von Bingen auf jedes Produkt draufschreiben. Und das ist ein Riesenproblem. Heute leben hier ca. 60 Schwestern in ihrer Nachfolge ein autarkes Leben. Sie bauen zwar Wein und Obst an, aber nicht zuletzt ist es der Geist Hildegards, dem sie ihre Existenz hier verdanken. Sie hat sich ja selbst als Prophetin verstanden, das ist sehr wichtig. Sie wurde auch schon zu Lebzeiten Prophetissa Teutonica genannt. Sie glaubte, dass die meisten Menschen Gott vergessen haben. Insofern hat die Zeit damals und unsere Zeit eine gewisse Ähnlichkeit. Es war jetzt kein dezidierter Unglaube, aber es verdunstete. Der Glaube verdunstete und sie wollte eigentlich ja, ein Stück weit den Himmel wieder öffnen. Und das hat sie in einer Sprache getan, die damals verstanden wurde von den Menschen. Und deshalb kamen sie auch in Scharen zu ihr. Als 10. Kind ihrer Eltern sollte sie ihr Leben der Kirche widmen. Sie kam in die Frauenklause des Benediktinerklosters Disi Bodenberg bei Bingen, um lesen und schreiben zu lernen. Später wurde sie dort Äbtissin und gründete zwei weitere Klöster. Wegen ihres starken Glaubens wurde sie schon zu ihren Lebzeiten als Heilige verehrt. Hildegard berief sich in ihren theologischen und philosophischen Aussagen immer wieder auf Visionen. Damit sicherte sie ihre Lehren geschickt gegen die gängige Meinung ab, dass Frauen aus eigener Kraft nicht zu theologischen Kenntnissen in der Lage seien. Die starke Resonanz auf ihr Wirken lässt sich nur durch ihr prophetisches Selbstverständnis erklären, das von den Menschen ihrer Zeit hoch geschätzt wurde. Viele Menschen suchten ihren Rat. Sie war ein sehr weiter Geist. Sie hat sich eine profunde Bildung auch angeeignet auf dem Disi Bodenberg und hat ja schon dort im Alter von knapp 40 Jahren ihr erstes Hauptwerk begonnen, den Scivias, und ist dann 1148 vom Disi Bodenberg mit ihren Schwestern zum Rupertsberg gezogen, gegen den Widerstand der Mönche, die sich sehr gerne in ihrem Ruhm auch gesonnt haben. Auf dem Rupertsberg hat sie dann alle ihre großen Hauptwerke vollendet.
eine reichhaltige Korrespondenz geführt mit Kaiser, Papst, Bischöfen, Klöstern, einzelnen Menschen. Diese Briefe sind bis heute überliefert. Und sie hat ihr großes Alterswerk, den Liber Divinorum Operum, dort geschrieben. Eine kosmologische Schrift, wo also Theologie und Naturwissenschaften, Astronomie, alles wirklich in eine Einheit zusammengekommen ist. Das, was wir heute unter dem Stichwort Ganzheitlichkeit sehen und betrachten, das hat sie damals so geschrieben und auch so hat sie gedacht. Das war das mittelalterliche Denken, da gab es noch keine Schubladen. Trotz all dem ist das Verfahren im Vatikan für ihre Anerkennung als Kirchenlehrerin noch immer in der Prüfungsphase. Ihre Gebeine befinden sich im Hildegardis-Schrein in der einstigen Kirche des Klosters Aibingen in der Nähe von Bingen, das Hildegard noch selber für nicht adelige Frauen gründete. Im Zuge der Reformation und Säkularisation wurden die Hildegard-Klöster aufgehoben und teilweise abgerissen. 1517 leitete der Augustinermönch Martin Luther die Reformation ein. Mit seinen Thesen stellte er sich gegen die feudale Kirchengesellschaft in Rom, die ihren prunkvollen Lebensstil durch Abgaben des Adels sowie Ablassgesetze finanzierte. Ein Teil der Aristokratie trat zum Protestantismus über. Dadurch verloren viele Klöster ihre finanzielle Unterstützung und wurden aufgelöst. Und wenn wir in die Geschichte unserer Klöster schauen, dann hat es tatsächlich Höhen und Tiefen gegeben. Das sind eigentlich wie Sinuskurven, können wir uns das vorstellen. Da gibt es Höhen, da ist so ein Kloster in einer echten Blüte. Da ist das Kloster insgesamt auf einem hohen Level, geistig, spirituell. Und dann gibt es leider auch Zeiten, in denen das wieder hinuntergeht, zumindest äußerlich gesehen. Was so eigentlich im Inneren eines Klosters sich oft abspielt, ja, das kann äußerlich wirklich wie ein Niedergang ausschauen und innen drin leben dann Heilige. Während der Gegenreformation im 17. Jahrhundert entstand die Kunstform des Barock. Ein Mittel, die Gläubigen durch die Entfaltung von Prunk und Pracht an die katholische Kirche zu binden. Als im 18. Jahrhundert etwa seine heutigen Formen bekommen hat, also die barocken Ausmaße, die große Anlage, hat hier ein Abt gelebt, der eigentlich für alle Ettaler Äbte ein großes Vorbild ist, Abt Placidus II. Seitz. Der hat diese Anlage bauen lassen, der hat die Schule neu gegründet. Dieser Mann hat selber sehr, sehr einfach gelebt. Dieser Mann war ein Mann des Gebetes und war ein Mann des großen sozialen Tuns. Es ist ein Wort geprägt worden, das zu seiner Zeit rund um das Kloster es keinen Armen gegeben hat. Doch schon bald droht eine neue Gefahr. Die Denkweisen der Aufklärung drangen auch hinter viele Klostermauern. Der Mensch sollte nicht mehr an die Vorgaben der Obrigkeit oder Zwänge des Zeitgeistes gebunden sein, sondern sein Leben und Denken selbst bestimmen. Im 18. Jahrhundert versetzte die Französische Revolution, die Abschaffung des Feudalstaates und sämtlichen Kirchenbesitzes, dem Klosterleben in Frankreich den schwersten Schlag. Die Abtei Cluny wurde niedergerissen und sämtliche Besitztümer an das Bürgertum veräußert. Die Kirche wurde gesprengt. Napoleon, begünstigt durch die bürgerliche Revolution, ordnete das Staatswesen neu. Für den Bau des kaiserlichen Pferdestalls nutzte er Cluny als Steinbruch. Bücher und Kunstbestände wurden in Papiermühlen vernichtet, wertvolle mittelalterliche Handschriften den staatlichen Bibliotheken einverleibt. Bald erreichte die Säkularisierungswelle auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Klöster wurden geschlossen, Mönche und Nonnen vertrieben. Eine kulturelle Tradition brach ab. 1830 haben wir in unseren Dörfern vielfach eine Situation, dass die Mütter und Väter lesen und schreiben können und die Kinder nicht. Und es war dann eigentlich ganz konsequent, dass König Ludwig I. in Bayern, das heißt also der Sohn dessen, unter dem die Klöster aufgelöst wurden, wieder neue Benediktinerklöster ins Leben gerufen hat.
In Bayern entstand unter anderem die Abtei der Missionsbenediktiner von St. Ottilien. Dem deutschen Kolonialgeist jener Zeit folgend, gründeten sie in Ostafrika Zentren der Glaubensverbreitung. Sie schickten regelmäßig zoologische und ethnologische Stücke an ihr Ordenshaus, das ein Museum einrichtete. Ja, das ist mir auch aufgefallen bei einer Reise. Hier werden Objekte restauriert und katalogisiert, die Einblicke in afrikanische Lebensweisen, Stammesreligionen und Ahnenkulte geben. Der Anfang war sehr schwierig. Man hatte ja keinerlei Erfahrungen. Die meisten waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, hatten also weder Auslandserfahrung noch menschliche und Lebenserfahrung und liefen dort in eine ihnen völlig unbekannte Welt, die geprägt war an der Küste vom Islam und von den Umbrüchen der frühen Kolonialzeit. Sie wurden daher schon nach einem Dreivierteljahr Opfer eines Überfalls, bei dem 3 umgebracht wurden. Und in den späteren Jahren starben dann sehr viele an den Tropenkrankheiten, sodass der Anfang ein sehr mit Todesraten bedachter Beginn war, der aber die Gemeinschaft bekannt gemacht hat hier in Deutschland. In St. Ottilien gibt es derzeit um die 20 Novizen. In einem anderen Orden kann man ganz leicht weg. Allerdings stammen die meisten aus China, wo die Ausübung des christlichen Glaubens erst seit 1980 offiziell erlaubt ist. Sie lernen hier von Grund auf alles, was zum benediktinischen Mönchstum gehört. Vielleicht werden sie später einmal in ihrer Heimat eigene Benediktinerklöster gründen. Abt Jeremias Schröder sieht die Weiterentwicklung der Benediktiner unter globalen Gesichtspunkten. Zum Beispiel in den letzten Jahrzehnten die Völker Ostasiens, wo ganz neue Fragen aufgetaucht sind, wo wirklich auch nach der Arbeit, der Präsenz der Missionsbenediktiner verlangt wird. Und da bleiben wir sehr offen auch für neue Formen, die sich erst noch ergeben müssen. Was für uns wirklich dramatisch ist, ist die Entwicklung hier in der europäischen Heimat, da wo das benediktinische Mönchtum eigentlich herkommt und wo wir so einen massiven Glaubensverfall erleben. Und wir nehmen seit einigen Jahren sehr ernst, dass auch Europa im Grunde ein Missionskontinent geworden ist, ein Kontinent, in dem wir uns darum bemühen müssen, den Glauben auch wieder aktiv vorzuschlagen, vorzutragen, den Menschen anzubieten. Und wir arbeiten gerade in allen unseren Klöstern in Deutschland, Österreich und der Schweiz daran, Wege zu finden, wie wir das glaubhaft tun können, in einer Art und Weise, die die Sprache unserer Zeit spricht und die Menschen erreicht, weil da viel gefragt wird, weil da die Herzen der Menschen eigentlich suchen. Und wir denken, als Benediktiner sind wir in besonderer Weise auch befähigt, in unsere eigene Kultur hinein den christlichen Glauben zu vertreten. In seinen Messen und Seminaren konfrontiert Pater Anselm Grün, erfolgreicher Autor und Coach, Führungskräfte aus Unternehmen mit christlichen Werten. Er ist nicht nur promovierter Theologe, sondern auch studierter Betriebswirt. Da in Manageretagen oft mehr Ängste herrschen, als man glaubt, holt er die Menschen genau dort ab, bei ihren Ängsten. Wenn mir Menschen erzählen, dass sie Angst haben vor dem Verlassenwerden, versuche ich natürlich zu sagen, Gott verlässt dich nicht, darauf darfst du dich verlassen. Ich frage dann immer, hast du Angst, dich selbst zu verlassen? In seinen Seminaren, die im Würzburger Stadtkloster der Missionsbenediktiner stattfinden, zieht der Zellerar von Münster-Schwarzach Parallelen zwischen den damaligen Äbten und den heutigen Managern von Großunternehmen in Bezug auf ethische Führungsqualität. Für mich ist das Wichtigste, dass die Führungskraft erstmal mit sich im Einklang ist, damit sie nicht das, was sie bei sich selbst verdrängt hat, auf die anderen projiziert. Denn viele haben zwar Führungsinstrumente gelernt, aber sie haben nicht gelernt, mit ihrer ganzen Person zu führen. Der Abt lasse sich vom Gespür für den rechten Augenblick leiten und zeige den entschlossenen Ernst des Meisters und die liebevolle Güte des Vaters, heißt es in der Regel des Benedikt. Bei unseren Seminaren machen wir kurze Impulse, stille Arbeit, Aussprache, aber natürlich dann auch Übungen,
Partnerübungen oder auch meditative Übungen, damit sie nicht nur etwas lernen mit dem Kopf, sondern es auch erfahren, wie geht führen, was heißt zum Beispiel andere aufzurichten, Menschen aufzurichten. Das ist für mich ein wunderbares Bild. Für mich sind Bilder wichtiger als Instrumente. Bilder wollen sich einbilden. Mit welchem Bild gehe ich morgens in die Arbeit? Das schönste Bild für mich ist, so wie Jesus die gekrümmte Frau geheilt hat, Menschen aufzurichten. Das ist auch oberstes Gebot in Etta. Benedikt legte schon in seiner Regel die Aufnahme von Kindern im Kloster fest, dass man behutsam mit ihnen umginge und darauf achtete, was sie brauchten und was ihnen Spaß macht. Die Stürmer spielen die Keeper oft aus, ehe sie die Bälle ins Tor schieben. So. Die Schule beherbergt 460 Schüler bei einer Klassenstärke von durchschnittlich 25. Die monatlichen Kosten belaufen sich auf ca. 700 Euro. Kinder aus sozial schwachen Familien haben gute Chancen auf ein Stipendium. Und auch das hat Tradition. Benediktinerschulen nahmen nicht nur Adelssprösslinge auf, sondern von jeher auch die Kinder der umliegenden Dörfer. Pater Johannes ist täglich in den Wirtschaftsbetrieben unterwegs. Er kontrolliert, dass der Klosterkäse anständig reift und immer genug zum Verkauf ausliegt. Aus den Klöstern sind längst moderne Unternehmen geworden. Wie in der freien Wirtschaft geht es auch hier um Betriebswirtschaftlichkeit. Mit einem deutlichen Unterschied. Der Mönch muss arm sein, das Kloster nicht. Danke. Man lese dem Gast die Weisung Gottes vor, um ihn im Glauben zu erbauen. Dann nehme man sich mit aller Aufmerksamkeit gastfreundlich seiner an, schreibt Benedikt. Nach diesem Vorsatz laden heutzutage die Mönche immer wieder Gläubige und Nichtgläubige zu sich ein. Ein steter Tropfen gegen den Materialismus und die Profanisierung unserer modernen Welt. Hier, in der Abteikirche von Monte Cassino, fand Benedikt, der einstige Erneuerer und heutige Schutzpatron Europas, seine letzte Ruhestätte. Er ist gemeinsam mit seiner Zwillingsschwester Scholastica, die ganz in der Nähe ebenfalls ein Kloster gründete, begraben. Querdenker haben es in der Kirche nicht leicht und doch bringen insbesondere die Orden immer wieder solche hervor. Einer von ihnen ist Willigis Jäger. Er hat auf dem Benediktushof bei Würzburg eine Mischung zwischen Kloster und Zen-Zentrum aufgebaut. Ich versuche, die Menschen in eine transpersonale mystische Erfahrung zu führen. Und wenn ich davon rede, ist das nicht unbedingt der Wortlaut des Dogmatischen, der Wortlaut des Katechismus. Sondern ich führe die Menschen dann in eine Erfahrung hinein, die sie auch anders ausdrücken können. Und diese Ausdrucksweise, die hat dem kirchlichen Dogma nicht entsprochen. Und daher bekam ich ein Redeverbot, das ich nicht eingehalten habe aus pastoralen Gründen. Wir haben als Benediktiner die Freiheit und Selectio Divina, wie der heilige Benedikt das nennt, unsere Lesungen eben auszuweiten in eine Erfahrung, die jenseits des Wortes zu finden ist.
Mystische Erfahrungen, so Williges Jäger, sind nur außerhalb unserer Wirklichkeit zu machen, was im Zen mit Leerheit bezeichnet wird. Der spanische Mystiker Johannes vom Kreuz nannte es nada, nichts. Auf der mystischen Ebene, in der direkten Begegnung mit Gott, treffen sich alle Religionen. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Wegen der Fülle auf dem Markt der Heilsangebote ist es nicht leicht, sich zurechtzufinden. Ich rate jedem, sich auf den Weg zu machen, einen dieser alten, spirituellen Wege des Ostens und des Westens zu gehen, um mehr zu begreifen von seinem Menschsein und auch mehr zu begreifen von einer hintergründigen Wirklichkeit, die wir Menschen Gott genannt haben. Die Schule des Lebens ist keine einfache. Das tägliche Miteinander ist für alle, ob groß oder klein, ob im Kloster, in der Arbeit oder in der Familie, der perfekte Übungsweg. Zu lernen, den anderen zu achten und in ihm trotz mancher Schwierigkeiten Christus zu sehen. Längst existiert auch in unserer Gesellschaft wieder ein Bedürfnis nach werteorientierter Ausbildung. Eine Form, die Benediktiner immer schon geprägt haben. Die Abiturienten von Ettal haben von ihnen eine Basis mitbekommen, auf die sie ein friedliches Leben in Achtung vor dem anderen, mit dem Blick für das rechte Maß und im Bewusstsein der eigenen Fehler aufbauen können. Oh, ich bin sehr glücklich. Gell? Das ist ein hervorragender Jahrgang gewesen, der auch eng mit uns im Kloster verbunden war. Man merkt, die haben unseren benediktinischen Geist übernommen. Wir freuen uns darauf, dass sie den jetzt weitertragen in ihre Familien, in ihren Beruf hinein. Wir hoffen, dass sie die Welt in diesem benediktinisch-christlichen Geist prägen können. Und natürlich hoffen wir, dass sie uns bald wieder hier in Ettal besuchen. Ja.